Hallo, der Gummy Shop ist frisch installiert bei Istugo in Plesk. Wir haben kein FTP-Programm gebraucht dafür und Sie möchten jetzt sofort in den Genuss kostenloser Module für Ihren Gummy Shop kommen. Und zwar mit meiner Modulverwaltung. Ich hatte ja schon in diesem Video gezeigt, wie Sie sie installieren. Ich bin immer der Freund von FileZilla, von einem FTP-Programm, um da Dateien zu transferieren, aber manchen ist das nicht so sympathisch. Deshalb, wenn wir schon diesen frisch eingerichteten Shop bei Istugo haben, warum nicht den Dateimanager in Plesk dafür verwenden? Schritt Nummer 1: Sie laden sich die kostenlose Modulverwaltung runter. Download-Link in der Videobeschreibung. Modulverwaltung ist erstmal diese Installationsroutine für die Modulverwaltung, eine Datei namens wm-install-php. Zurück in Plesk. Sehen Sie hier nicht diese unschöne Subdomain wie bei mir, beziehungsweise die auch, aber auch Ihre richtige Shop-URL, Ihr Shop.de, Ihr Shop.ch.at, wie auch immer. Und sehen hier Website unter HTTP Docs oder etwas Ähnliches. Bei mir ist es eben HTTP Docs, deshalb klicke ich darauf und lande schon im Dateimanager. Darin sind die ganzen Gambio-Dateien. Und in dieses Hauptverzeichnis gehört auch die eben heruntergeladene wm-install-php-Datei. Deshalb hier oben auf das Plus-Symbol, Datei hochladen und die soeben heruntergeladene wm-install-php einfach hochladen. Das geht schnell. Wenn ich jetzt hier runterscrolle, ist sie hier aufgelistet, aber das können Sie mir auch einfach glauben. Zurück in den Shop, dabei ist es wichtig, dass Sie als Admin eingeloggt sind. Ansonsten funktioniert das nicht, was ich jetzt mache, nämlich das ist Ihre Shop-URL, also das ist sie nicht, aber Sie stellen sich die bitte vor, beziehungsweise Sie verwenden sie. Slash wm-install-php, wm-install-php. Enter und jetzt kommt der Hinweis, dass wir uns einloggen müssen als Administrator. Das machen wir doch, kein Problem. Ich glaube, das Login hat jetzt länger gedauert, als es dauert, die Modulverwaltung zu installieren. Seite neu laden. Installation starten. Auch hier dauert es am längsten, den Cache von Modulinformationen zu lernen. Das Ganze passiert zweimal, weil es häufiger Probleme gibt, wenn der Cache nur einmal geleert wird. Die Installation war erfolgreich zur Modulverwaltung. Und schon kann es losgehen. Die Schnittstellenverbindung brauchen Sie nur, wenn Sie Module bei mir gekauft haben. Das haben Sie anfänglich üblicherweise noch nicht, sondern Sie überzeugen sich erstmal mit Hilfe kostenloser Testversionen oder überhaupt kostenloser Module. Gerne gefragt immer das Affiliate-Modul, eine voll funktionsfähige Testversion, zeitlich unlimitiert, unterscheidet sich von der Vollversion dadurch, dass die Testversion verschlüsselt ist, also der Quellcode nicht einsehbar ist, was die allerwenigsten interessiert. Und es gibt dezente Hinweise auf meine Seite. Genauso wie beim Affiliate-Modul verhält sich es auch bei anderen Modulen, wie zum Beispiel der Ladezeitoptimierung, auch als kostenlose Testversion verfügbar, macht Ihren Shop richtig schnell. Aber es gibt auch nicht nur Testversionen, die kostenlos sind, sondern es gibt auch richtig kostenlose Vollversionen. Einfach mal reinschauen, das Lieferlandmodal interessant, wenn Sie einen gewissen Schwellenwert erreicht haben und in andere europäische Länder Umsatzsteuer abführen müssen, beziehungsweise über die im Rahmen des One-Stop-Shop-Verfahren. Am besten die beiden Optionen aktivieren, automatisch auf Updates prüfen, heißt, wenn es ein Update gibt, wird hier durch diese 1 oder dann eben 2, 3 darauf hingewiesen. Einfach da dann draufklicken und auf Jetzt aktualisieren klicken und über Neuigkeiten informieren heißt, dass hier oben, wenn denn was vorhanden ist an Neuigkeiten, entsprechend angezeigt wird, was es Neues gibt. Viel Spaß und Freude mit der Modulverwaltung und Ihren Zusatztools für den Gambio Shop und wir schauen mal, wie wir Gambio weiter optimieren können mit entsprechenden Videos, die Ihnen jetzt hier präsentiert werden.